So, servus Leute, herzlich willkommen wieder bei Chemie Bros. Heute gibt es wieder ein neues Video. Und zwar geht es heute um den Blindstopfen, um den Heckscheibenwischer und die Spritzdüse oben beim 350Z zu entfernen. Dieses Set habe ich über einen Claudio erworben. Der fertigt die Teile und verkauft die auch. Mittlerweile ist er auch auf Facebook und Instagram aktiv, gerade nur für solche Geschichten. Da das mehrere produzieren oder auch Bilder hochladen von den Leuten, die sowas eingebaut haben. Und ja, ihr bekommt dann im Prinzip vom Claudio so ein kleines Päckle. Mehr brauchen wir dafür jetzt nicht. Und unter anderem ist hier jetzt einmal dieses drin. Und nochmals gut verpackt ist dann in diesen eingepackten Teil dieser große Stopfe noch mit drin. Ja, genau. So, wenn wir jetzt hier dieses kleine Dösle mal aufmachen, das mache ich jetzt live, das mache ich jetzt mit euch zusammen mal, genau, einfach zum Polstern ist noch oben und unten drin und da hat man im Prinzip hier sieht man auch schon, wie es funkelt, das ist im Prinzip oben, um die Spritzdüse im Prinzip zu deleten. Dieses Teil ist auch aus Glas gefertigt. Und von dem her, wenn ihr das einbaut, ist es komplett clean, also sieht fast gar nichts mehr, wenn ihr mal was war. Ja, also richtig nice. Coole Aktion auf jeden Fall. Ja. So, und als erstes werde ich jetzt diesen großen Blindstopfen, da wo im Prinzip der Heckwischer ist, das ist dann dieser, der hier mit drauf ist, den werde ich jetzt einmal gescheit abkleben und werde den in Wagenfarbe lackieren, weil ich habe irgendwie keinen Bock gehabt auf einen silbernen Auto, so einen fetten, schwarzen Klotz dort drauf zu haben. Deswegen werde ich das einmal ein bisschen anschleifen mit einem leichten Schleifvlies, einfach ein bisschen drüber klatschen, Farbe, also Grundierung erst draufballern, trocknen lassen, Farbe, danach Klarlack und dann müsste es einigermaßen passen. Ja. Wollt bloß nicht, dass der schwarz an sich ist. Ja. Genau, und da nehme ich einfach jetzt mit, wie ich das im Prinzip mache und vielleicht eine gute Anleitung für Leute, die das auch vorhaben. Und ich werde euch unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall den Claudio nochmal verlinken. Wie gesagt, Facebook, Instagram. Und ja, falls ihr Fragen habt, kommentiert es einfach, schreibt es einfach rein. Ansonsten viel Spaß jetzt dabei. Ich werde das Teil jetzt mal lackieren. Wird es ein kleiner Zeitraffer für euch werden. Ja, und dann sehen wir uns wieder, wenn das Teil lackiert ist. Dann werde ich genauer erklären, wie man sie vorgehen muss, wie man die Verkleidung entfernt, um den Heckscheibenwischer und oben die Spritzdüse an der Heckscheibe zu entfernen. Bis gleich. Jo, als erstes tue ich einfach das Gewinde unten abkleben, damit da keine Farbe dran kommt. Hier ist das Teil, das obere Teil von dem Ding jetzt im Prinzip. Und hier unten seht ihr dann das Gewinde. Ich hoffe, dass man es erkennen kann. Und ja, das werde ich unten einmal abkleben und dann geht's los. Als nächstes nehmt ihr irgendeinen Schleifvlies, kriegt ihr überall im Baumarkt. Einfach ein bisschen drüber schrubben, weil die Oberfläche ein bisschen angeraut ist und die ganze Lackierung dann drauf heben kann. Ich habe mir dazu jetzt eine Spraydose im Internet bestellt mit der Wagenfarbe vom 350Z. Das folgende. Genau, kann ich euch auch unten in der Videobeschreibung einfach einen Link reinhauen. Und ja, wird schon einigermaßen passen. Sehen wir mal, wie das Ergebnis aussieht. I pull up, you know I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking, the fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I'm running. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game. Cause I never got it my way. Never got my mama whip on the driveway. I've been making all hits on a Friday. Back then I was getting like no plays. I'm never gonna change, no Kanye. So, jetzt tun wir einen Heckscheibenwischer demontieren. Dafür habt ihr jetzt hier hinten im Prinzip dann diese Kappe. Und dann müsst ihr einfach hier unten diese Kappe und die müsst ihr einfach hier an den Seiten einfach ein bisschen auseinanderziehen und hoch. Genau. Und dann kommen die schon so raus. Habt ihr die Kappe jetzt im Prinzip in der Hand. Und ihr seht jetzt hier oben eine 12er Mutter. Die machen wir jetzt einfach ab. So.
Dann habt ihr die Schraube abgemacht, dann einfach ein bisschen anhebeln und den Wischer einfach abdrehen im Prinzip. Ich weiß nicht, ob es so genauso ist oder ob es einfach über die Jahre so fest ist, aber ja, so geht es auf jeden Fall. Genau, so. Ne, ist eigentlich bloß konisch drauf, aber wahrscheinlich über die Jahre hat es einfach nur festgebacken. Ja. So haben wir hier den kleinen Stöpsel. Jetzt gehen wir einmal den Kofferraum aufmachen, von innen die Verkleidungen entfernen. Und dann müssen wir von innen das Teil abschrauben können, genauso wie oben die Spritzdüse im Prinzip. Und dann tun wir die Teile einbauen, unter anderem noch das Teil, was ich lackiert habe. Auf geht's. So, jetzt versucht er einfach die hintere Verkleidung, die hier hinten, die reicht vollkommen aus. Die ist an einer Seite einfach runtergehebelt, das sind alles mit Clips. Zwischendurch hat er auch schon einen Clip zerwichst, aber ja, kann man jetzt nichts machen. Und ja, jetzt hängt die Verkleidung so auf 7:30. Und jetzt sieht man aber hier die ganze Einheit im Prinzip für den Heckwischermotor im Prinzip. Und ja, da komme ich jetzt auch so ran, da werde ich den jetzt einfach so abschrauben. Und danach kann ich das Teil ersetzen, bevor ich jetzt die ganze Verkleidung hier komplett rundum rausmache. Total Schwachsinn, ja. Also, auf geht's. Genau. Jetzt habe ich im Prinzip den Motor ausgebaut. Ihr seht hier drin einfach einen Stecker. Den einfach abmachen. So, jetzt haben wir hier den Motor. Jo. So, jetzt haben wir hier den Gummibobbel. Und den versuchen wir uns einfach rauszuziehen, würde ich mal sagen. Ja, fertig. Das ist der Gummibobbel dazu. Jetzt würde ich es einfach einmal kurz reinigen. Und dann werde ich direkt hinten den Blindstopfen sozusagen drauf machen. Ja, jetzt habe ich das Teil. Hier ist das Lackierte von mir. Und jetzt gehe ich einfach mal von aus. Kommt schon so drauf. So, ich montiere das jetzt so im Prinzip. Hier habe ich noch diese Unterlegscheibe. Hier habe ich die Gummidichtung jetzt einmal mit drumherum gemacht. Werden das drauf machen, von unten die Metalldichtung und dann mit der zugehörigen Schraube einfach festziehen. Ne? Ist für mich in meinen Augen logischer, als wenn ich die Mutter mit hier reinlege für oben. Weil ich brauche ja unten einen Druckpunkt, damit ich außenrum mit anziehen kann, gleichmäßig. Genau, also einfach mittig positionieren. Und schön handfest schrauben. Fertig. Immer noch ein kleiner Klopfer. Ne? Aber jo, ich denke mal, so weit passt es schon. Der bewegt sich jetzt auch nicht, der ist schon fest. Genau, und jetzt gucken wir uns da oben die Spritzdüse einmal an. Wie wir die wegkriegen. So, David schon mal in seinen Videos erklärt, da werde ich euch auch mal unten ganz kurz den Link reinsetzen. Jetzt einfach die Steckverbindung von der Spritzdüse einfach abziehen. Und da müsste, glaube ich, relativ easy sein, die abzumachen. Gut, einfach abziehen, da braucht es kein großer Act. Der David hat es gut in seinen Videos erklärt, dass wir links und rechts ist so ein Ding, mit dem er das raushebeln kann, das ganze Gerät. Okay, Spritzdüse habe ich jetzt raus. Ist ein bisschen Geficke. Einfach unten den Schlauch im Prinzip abziehen. Und dann ist die Düse ja oben drin. Ich habe jetzt nichts von innen großartig gemacht. Ich habe einfach von außen die Spritzdüse genommen, oben der Scheibe, und habe einfach immer die ganze Zeit die genommen und einfach links, rechts, hoch, runter in alle Richtungen bewegt. Und irgendwann hat man gemerkt, wenn die hier in der Halterung war, wie sie dann so leicht oben war, dann habe ich irgendwann dagegen gedrückt, im Prinzip in alle Richtungen. Und irgendwann, hier sieht man auch, wie die aufgebaut ist. Hier sind überall wie so kleine Klipse, wo die einrastet. Und nachdem du bewegst, rutscht die dann immer über die Karosse drüber, rutscht hier drüber und dann kannst du das Teil einfach so oben rausnehmen. Ja. So, jetzt bauen wir den Glasstopfen noch ein. Dieses Teil haben wir von Claudio bekommen, das ist dieser Blindstopfen für den Heckscheibenwischerdüse, keine Ahnung. Und ja,
ein ganz schöner Stapel. Es gibt noch eine Distanzscheibe zum Justieren, weil wir alle 350Z-Scheiben unterschiedliche Dicke haben oder man nie genau ein Einheitsmaß hat. Und ich habe mir das mal angeguckt. Hier sieht man zwei Dichtungen. Hier diese zwei dünnen Scheiben. Und im Prinzip wäre es den oberen Teil, den ich oben einführe an die Heckscheibe, mit einer Dichtung von oben reingehen. Und alles, was unterhalb der zweiten Dichtung ist, werde ich abnehmen und werde von innen festmachen. So, mittlerweile sind schon ein paar Tage vergangen. Wir haben jetzt den Glasstopfen und den Blindstopfen im Prinzip eingebaut. Alles mega nice. Habt ihr gesehen, wie wir ihn lackiert haben. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall alles mal verlinken, damit ihr auch den Farbcode für die Spraydose von mir aus bekommen könnt. Das Vorgehen, wie man lackiert, habe ich euch da einfach mal in dem Video kurz mit aufgeführt, also eine ganz gute Hilfe, wenn man sich damit nicht auskennt. Glasstopfen, wie gesagt, habe ich euch ja soweit erklärt, habe ich soweit jetzt eingebaut. Der Clou in der ganzen Geschichte ist, ihr habt ja hier die originale Spritzdüse. Und das Coole ist, da könnt ihr unten einfach den Zipfel abhängen, wo vorher der Weg von dem Spritzschlauch war. Den zieht ihr hier einfach ab. Dann habt ihr diesen Gummiboppel. Und den tut ihr jetzt einfach im Prinzip da oben, wo der Glasstopfen vorher war, einfach unten rein und ihr könnt den normalen Weg von dem Spritzdüsenkanal im Prinzip hier anstöpseln, nicht mit der Lose irgendwie rumwackelt. Ja. Das werde ich jetzt gleich machen, da gibt es nicht viel zu filmen. So eine ganz coole Geschichte. Und was es noch gibt, den Glasstopfen und den Blindstoff im Prinzip, den habe ich ja über den Claudio erworben. Und da habe ich mit ihm so eine kleine Vereinbarung getroffen, was ich echt mega cool von ihm finde. Und es ist natürlich dann zu eurem Vorteil. Wir haben jetzt da einen Code eingeführt, mit dem kriegt ihr 10% Rabatt. Also wenn ihr im Prinzip diesen Code verwendet, chemi-brass, bekommt ihr bei Claudio 10%. Ich werde jetzt hier oben irgendwo nochmal einblenden, was der originale Preis ist, was der Preis ist mit meinem Code chemi-brass. Ihr bekommt Rabatt für ein Z33, Z34, also 350Z, 370Z, 10% auf den Glasstopfen oben und auf diesen Blindstopfen für den Wischer, ja. Also wenn ihr es eh braucht, nehmt den Code, habt ihr was davon, klaut ihr was davon, dass ein bisschen mehr Reichweite und alles kommt. Genau, ja. Ich werde euch noch kurz mal Bilder zukommen lassen, wie der ganze Spaß im eingebauten Zustand aussieht. Und in dem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.